Hey zusammen, schön, dass ihr hier seid. Wir haben euch ja versprochen, dass wir ab und zu sogar mal ein drittes Video raushauen innerhalb einer Woche. Heute ist es dann letztendlich soweit. Also in dem Sinne, herzlich willkommen zu Lass mal über Stranger Things 2 reden. Also das läuft jetzt so ab, dass ich mir hier auf meinem Laptop den neuen Stranger Things 2 Comic-Con-Trailer anmache. Ich blende den natürlich für euch ein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich selbst habe ihn noch nicht gesehen, ich bin also wahnsinnig gespannt. Los geht's. Krass, Mann, ich stehe auf so einem Retro-Scheiß, ne? Ich finde das total geil. Ist unfassbar, das sieht nicht aus wie eine Serie, das sieht aus wie ein Kinofilm. Alright. Hey guys, do you see the... Das ist unfassbar. Ich glaube, die haben da nochmal richtig Kohle reingesteckt, nachdem die erste Staffel so ein Riesenerfolg war. Wow! Das war bestimmt der Bruder vom Dermatologen. Ich finde, das sieht so großartig aus. Thriller von Michael Jackson. Jetzt kapiere ich auch, warum der Trailer Thriller heißt. Ich dachte, weil Stranger Things ein Thriller ist. Oh, nice. Ghostbusters! Boah, ist das geil. Yeah, die haben eine Falle gebaut. Das ist so geil. Kleiner Fanboy. Ey, das ist doch keine Serie, Leute, ey. Sieht besser aus als jeder Kinofilm in Deutschland, Mann. Das ist der Hammer. Woo! 11. Wie heißt 11 eigentlich in Deutsch? 11? Elfi, glaube ich, ne? Nice. Wow, was habe ich gerade gesehen? Comic-Con, ich habe den Thor-Trailer gesehen, ich habe den Justice League-Trailer gesehen. Ey, und sorry, aber beide Trailer von Justice League und von Thor stinken so gegen Stranger Things ab. Ey, das sieht nicht aus wie eine Serie, ich finde, das sieht aus wie ein fetter Kinofilm. Ich habe das Gefühl, die Special Effects sind nochmal geiler als in Staffel 1, wahrscheinlich, weil jetzt einfach mehr Geld da war, weil es so ein Riesenerfolg war. Super gut mit dem Song von Thriller, von Michael Jackson drin. Ich finde das super, super gut. Mann, das ist ein Trailer, Leute. Das ist ein Trailer und nicht wo... Ich meine, natürlich hast du Special Effects drin. Und natürlich siehst du irgendwelche Monster und du siehst, wie sich die Welten verschieben, diese Upside-Down-Welt. Ja, aber es explodiert nicht permanent irgendwie was. Oder du bist nicht von diesen ganzen CGI-Zeugs... wirst nicht so überrollt wie bei Justice League oder bei Thor. Sondern hier hast du das Gefühl, hier passiert irgendwie, hier wird eine Stimmung aufgebaut, eine geile Stimmung, hier wird eine Geschichte erzählt und das finde ich super, super geil. Ich fand die erste Staffel schon großartig. Ich glaube, einige von euch wissen, dass ich der größte Schisser bin und natürlich immer Angst habe, wenn irgendwas Gruseliges ist. Fand trotzdem die erste Staffel großartig. Ich glaube, die zweite wird, also gemessen an dem Trailer, wird sie mindestens genauso geil. Ich bin total gespannt, was man sich da für eine Geschichten einfallen lässt. Ich meine, man hat, glaube ich, auch hier den einen Jungen da gesehen, wie er diese ganzen Striche auf das Papier gemalt hat und die dann auf den Boden geschmissen hat oder vielleicht sogar angelegt hat.
Und ich glaube, das Bild auf dem Boden hat man dann gesehen, dass es das neue große Monster war, was er da gemalt hat. Geiler Trailer auf jeden Fall. Kommentiert doch hier mal drunter, wie ihr den Trailer fandet und ob ihr Staffel 1 gesehen habt. Und wenn ja, wie ihr ihn fandet, wie ihr die erste Staffel fandet. Und wenn ihr die erste Staffel nicht gesehen habt, warum ihr den nicht geguckt habt. Was guckt man denn sonst außer solche großartigen Serien wie Stranger Things? Hand aufs Herz, ich kenne die Antwort. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen wart. Und immer noch dabei seid. Das war ein kleines Experiment. Mal gucken, ob wir in nächster Zeit häufiger sowas machen. Vielleicht spielen wir auch mal irgendwas außerhalb von normalen Spielen. Also digital. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns schon ganz bald wieder. Und dann auch mit dem allseits beliebten Andi wieder. Ciao.